Iran hat bislang offiziell keine Truppen in den Irak geschickt, aber als erstes Land Waffen an die Kurden im Nordirak geliefert. Es sollen sich auch einige Militärberater im Irak befinden und Spezialkräfte. Sollte der IS die schiitischen Heiligtümer im Irak angreifen, könnte Iran eine aktivere Rolle im Kampf gegen den IS einnehmen. Einer der ranghöchsten Offiziere der Revolutionsgarden ließ sich neulich mit kurdischen Kämpfern ablichten. Erdogan, schäme dich und löse dich vom IS. Kobane ist nicht allein. Der IS begeht Verbrechen und die UN bleiben stumm, rufen die Demonstranten. Teheran, Anfang Oktober. Zum ersten Mal seit Jahren wurde im Iran wieder eine öffentliche Demonstration genehmigt. Kurden treffen sich vor der türkischen Botschaft und vor dem Gebäude der UN. Serveh Muhammadi ist Kurdin. Sie möchte, dass der Iran eine entschiedenere Rolle im Kampf gegen den IS einnimmt. Ich glaube, die Iraner sollten jetzt Kobane unterstützen, genauso wie sie den Kurden im Nordirak geholfen haben. Iran hat einen guten Draht zur Türkei und sollte mehr Druck ausüben, dass auch sie den Menschen in Kobane hilft. Die Kurden im Iran unterstützen ihre Brüder in Irak und Syrien. In der Grenzregion um die Stadt Marivan lebt gut die Hälfte der 7 Millionen iranischen Kurden. Die Grenze ist nah und viele Männer aus Marivan arbeiteten bis zum Beginn der Kämpfe drüben im Irak, in Mosul und Erbil. Im Sommer haben Aktivisten eine Hilfsorganisation gegründet. Auch sie glauben nicht, dass die Islamische Republik Iran genug für die Kurden im Irak und Syrien tut. Der gemeinsame Feind der Kurden und der Iraner ist der IS. Aber offiziell ist noch kein Kurde rübergegangen, um zu kämpfen. Kurden, die den IS bekämpfen wollten, wurden daran gehindert. Die Regierung in Teheran will lieber selbst die Kontrolle im Kampf gegen den IS behalten.